so ein Ring rund gegangen ist, erst mal die unten reingestopft und zu jeder Zeit. Das hat man Aufklärung genannt und Protestantismus. Wir wollen nicht dahin zurückkehren. Und ich kann nur jeden ermutigen, diese Flyer hier, die es hier gibt, das sind meines Erachtens ja schon sehr großartige Sachen hier geschehen. Aber wenn man strategisch vorgehen will, in einem Dorf gibt es einen Pfarrer, einen Bürgermeister, einen Lehrer und einen Doktor. Die sind die Schlüsselfiguren. Nehmen Sie diese Blätter. Geben Sie sie Ihrem Pfarrer, Ihrem Lehrer, Ihrem Doktor und Ihrem Bürgermeister. Das sind die Schlüssel für dich. Dr. Sternberger, für alle Passanten, die mehr erfahren wollen über die Vertragsentwürfe bei der WHO, die im Mai 2024 ratifiziert werden sollen, worldhealthalliance.net oder die Webpage mehr-wissen.info. Jetzt spielen wir wieder ein Lied, das ist auch von einem Musiker, der glaube ich verstanden hat, worum es geht. Ich glaube, wir sind alle hier nicht ohne Grund und wir sind auch hier auf der Welt nicht ohne Grund. Und ich würde sagen, wir wurden dafür geboren, dass wir schon auch merken, wenn etwas nicht in Ordnung ist, wenn es an die Gesundheit und Freiheit von uns und unseren Kindern geht. Jetzt das Lied von The Score, Born for This. Dann noch ein Song von Peter Conway, der in Kürze ein Live-Konzert auf dem Wiener Heldenplatz spielen wird. Dankeschön. Und Elvis startet eine neue Petition, erkläre uns Näheres dazu. Wir werden jetzt einfach, um das Verbotsgesetz vollends auskosten zu können, alle Hausnummern mit 18 oder 81 verboten und werden eventuell auch gleich den 18. Bezirk in Wien abschaffen, weil das geht einfach nicht. Das sind Zahlenkombinationen, da muss man hart durchgreifen. Also fleißig unterschreiben, gell? Elvis legt 500 Euro hin zu die Posterpetition und damit werden wir Österreich um einiges erleichtern. Zurück zum Weltgeschehen.
was jetzt nennt man der versoffene Vizekanzler, Staatsfeind und Rechtsradikale und keine Ahnung was. Ne? Der Barmener beschimpft man jede Woche komplett ohne jegliche Widerhalt. Da muss ich mir von einem Uniformträger, den ich mit meinem Steuergeld finanziere, vorwerfen lassen. Das hat schon seine Richtigkeit. Sie machen das natürlich. Sei hey. Schnell einmal dein Post da. Schnell einmal dein Post da. Aber echt erstaunt, da hat man Kieles Moor in der Stadt ansässig. Da hat man Kieles Moor in der Stadt ansässig und dann spielt man so ein Engländer. Hätte ich einfach einmal gesagt, haben wir das Problem, dass den Songtext so gut oder so kritisch er sein mag, ja, die Hälfte wieder nicht verstehen. Außerdem kommt der Musiker aus England. Da kann man sicher, wenn man es lang genug trat, nur irgendeine englische Skinhead-Verbindung mit Österreich herstellen. Also, geht einmal gar nicht. So, Peter Conway, er ist unter uns, der Sänger dieses Songs. Racism and Rockets ist der Song. Peter Conway, wieder auf dem Truck bei uns, ein Singer-Songwriter aus Großbritannien. Wir laden alle herzlich ein. Es gibt jetzt ein Konzert von Peter Conway. Hat mir einer mitgedacht. Platz in Wien. Kommen Sie gerne zahlreich dazu. Und jetzt noch gemütliche Musik, eines meiner Lieblingslieder noch aus Studienzeiten. Gibt's so den Aufstand der Mumien? Kleinkarussell und mit diesem Lied werden wir am Heldenplatz einziehen. Danke fürs Dabeisein! Das ist laut Politik legal. Wenn man das zusammenzählt, ist 18. Naja, aber das kriegt bei den Politikern einen Sonderstatus. Maria Abramovic, die Botschafterin. Damit konnte ich wieder freikaufen. So, nehmen wir schön jetzt zum Bus rüber, oder? Ja, ich sag, wir schauen mal, ob ich mich einzahlt, wo wir anzahlen. Und am Ende, wir von den Shirtcops, die wir aufgehalten haben, noch zum Bus gehen. Und wenn ich lustig bin, rutsche ich ja noch ins Auto. Meine Daten haben sie ja schon. Wir haben uns gedacht, wir gehalten uns den MFG-Drohne auf. Okay, aber dann kann er wieder fragen, ob ich irgendwie was schwung. Und wenn ich rechtzeitig war. Passt denn, wenn das irgendwo im Dorf passiert, ne? Dann sage ich, gut, das ist irgendein ein Dorfpolizist, so wie ein Mann aus Abtenau, der einzige, der sich mit Fahrzeug auskennt. Dann sage ich, gut, ist okay. Aber Wien ist ja jetzt vermeintlich dann doch die Bundeshauptstadt. Und Wien hat ja von meiner Subkultur doch ein bisschen mehr zu bieten. Und wenn man nicht einmal die eigenen Subkulturen jeder Stadt da ansieht, erkennt, also wirklich, das ist sowas von der Armut. Ja, wie ein Gangster aus, was müsst ihr da machen? Ja, wie ein Gangster ist ja okay. Aber er hat ja gemeint, ich habe den Verdacht auf Verstoß gegen das Verbotsgesetz. Ja, wie gesagt, das ist echt alles sehr fein. Ah, da wird für den Weltfrieden spaziert. Thank you.
Verkehrsregel von der Polizei. Weiß eigentlich irgendwer, warum der hinten seine Türen auf seinem Auflieger offen hat? Damit der Julian frei käme. Man konnte nämlich die Beschriftung viel besser lesen, wenn das nicht war. Free Willy. Kennst du den Film nicht, wo man den Wald befreit? Nein, ich bin gar kein wichtiger Mensch. Die Polizei hat nicht haben wollen, also kann er nicht so wichtig sein. Ich wollte nur sagen, so wichtig kann ich gar nicht sein. Du bist mitgegangen, oder? Ja, das natürlich. Ich hab gewusst, dass ich da schnell bleiben wollte. Na, wir sind ja nur ein bisschen spät, weil unsere ungebildeten Cops gemeint haben, ihren Bildungsstand auffrischen zu müssen. Ach so, naja, das ist ja so, gell? Ja. So, da stehen wir jetzt wieder beim Europark in Salzburg. Es ist schon wieder finster. Die Säufersonne steht wieder hinter mir, darum wollen wir es festhalten. Mein Kopf ist jetzt eventuell ein bisschen röter, weil wir da in Wien echt Sonne gehabt haben. Mein Schlafmangel ist etwas größer, weil ich inzwischen seit, warte, ich müsste jetzt echt rechnen. 24. Na, weil ich seit nicht ganz 31 Stunden jetzt munter bin. Das werden wir jetzt dann langsam beenden. Das heißt, wir werden uns jetzt da eine Mitroschke holen und nach Hause fahren. Vorher werden wir natürlich noch ein kleines Fazit machen. Also, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, es war relativ wenig Systemmedium-Volk da. Wir haben allerdings Alternativmedienvertreter näher ins Gespräch einbinden und vielleicht auch begeistern können. Wir haben gesehen, dass doch ein paar tausend Leute zum Demonstrieren in Wien zusammengekommen sind. Ich hätte mal gesagt, die 25.000 haben wir, glaube ich, nicht überschritten. Ja, ist ja auch nicht weiter wichtig, so ein Pandemievertrag, so WHO-General-Vollmacht. Ne? Es passt schon. Ja, sonst wissen wir jetzt, dass wir den Bildungsstand an allen Ecken und Enden heben müssen, weil die Mitstreiter mit offensichtlicher Knastkleidung und englischer Sprache maßlos überfordert sind. Und weil wir jetzt wissen, dass unsere Cops in der fernen Hauptstadt, einer Stadt, die eigentlich ein bisschen ein subkulturelles Leben hat, keine Ahnung von diversen Motiven oder sonst was hat. Ich würde ja an der Stelle unglaublich gern den Roman bitten, dass er von Johnny Cash 13 einblendet, aber das können wir musikalisch natürlich nicht machen, weil dann natürlich YouTube, das hat Romans Video sowieso immer wieder ein bisschen rumdoktert, aber da werden wir ein eigenes Thema mal machen, wieder irgendwelche Strikes gibt wegen irgendwelcher Urhebergeschichten und deswegen machen wir das nicht, aber ich hätte es angesprochen, also der geneigte englischsprachige Schwurbler und Seher dieses Videos, ganz viel Liebe dafür, könnte sich dann davon überzeugen, warum ich eigentlich eine 13 am Hals habe und dass das mit irgendeinem Schickelgruber und irgendeinem kontaktlosen Grüßen, Bindedrogen, Hygieneregeln und sonstigen Scheiß gar nichts zu tun hat. Aber wie gesagt, man darf nicht allzu viel erwarten im Österreich des Jahres 2023 im Rock-Locktober. Und deswegen werden der Roman und ich das ein bisschen weiter verfolgen, wie es weitergeht. Und ja,
bis dahin hätte ich mal gesagt, gute Nacht Österreich. Und natürlich vom Roman und mir ganz, 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 ganz viel Liebe. Ja, damit bin ich jetzt raus, trinke meine PET-Flasche leer, entsorge die ordnungsgemäße Mistkübel mit ganz, ganz viel Liebe und dann machen wir noch eine Power-Meditation im Taxi, wenn es dann heimgeht. Baba!